Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer heutigen FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Ja, nicht lang schnacken, rein in den Bums. Hallo zusammen, willkommen zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98, morgen 15:30 Uhr in der Allianz Arena. Kurz und bündig, haben wir Zeit für mehr Fragen, bitteschön, wer möchte das Rennen beginnen. In der Mitte Mario Krischl für den Kicker. Ja, Herr Tuchel, eine Woche später gleiche Frage. Können wir davon ausgehen, dass Manuel Neuer morgen im Tor steht? Ja, können Sie davon ausgehen. Wenn jetzt nichts passiert im Training, toi toi toi, dann spielt er mal. Freut sich drauf, wir freuen uns drauf. Freuen sich wahrscheinlich noch ein paar mehr drauf. Kurz und knapp, Marc Gabel für RTL bitte. Ja, wenn nicht gegen Darmstadt, wann sollte man das sonst ausprobieren, wa? Also ich denke auch, dass es das richtige Spiel ist. Es ist ein Heimspiel, es ist ein jetzt nicht ein super starker Gegner, darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Aber ich denke, gerade in so einem Spiel, ist der richtige Way to go, ihn in so einem Spiel zurückzubringen. Und ja, Ulla hat es gut gemacht, so die letzten Spiele. Davor hat er aber auch einen Schnitzer drin gehabt, hat aber auch ein paar gute Paraden gehabt und so weiter. Strahlt auch viel, viel mehr Sicherheit aus, wie es in Jan Sommer getan hat. Aber ich denke, Neuer, wenn er seine Form hat, ist halt noch mal ein ganz, ganz anderes Niveau, was Ausstrahlung anbelangt. Und wird den Innenverteidigern vielleicht auch noch mal ein bisschen Sicherheit geben. Aber mal abwarten. Erstmal müssen wir gucken, ob Manu wieder seine Form hat oder sie wieder erreichen kann. Ich bin sehr gespannt. Wollen wir mal hoffen, dass das gegen Darmstadt jetzt nicht unbedingt ersichtlich ist, ja? Dass wir da nicht irgendwie, was weiß ich, dass er da 3, 4, 5, 6 Mal eingreifen muss oder so. Von daher denke ich auch schon, dass das richtige Spiel ist, ihn mal wieder langsam ranzuführen. Herr Tuchel, jetzt gibt es ja wahrscheinlich wenig erfahrenere Spieler als Manuel Neuer, aber das ist auch für ihn eine besondere Situation nach so einer langen Verletzung, 350 Tage nach dem letzten Spiel für die Bayern. Ja. Wie nehmen Sie ihn wahr im Training? Ist da von Nervosität auch was zu spüren, von Druck? Oder glauben Sie, dass er damit sehr einfach, sehr gelassen umgeht? Ich glaube, dass schon eine besondere Situation ist. Wie Sie ja sagen, es ist jetzt sehr lange ohne. Aber ich spüre seine Vorfreude und ich spüre seine ganze Klasse auch. Und er hat eine riesige Erfahrung. Die Situation ist jetzt neu, aber die Situationen sind auch alle dafür da, dann gelebt zu werden. Und er genießt das gerade. Und er ist, habt es ja schon mal gesagt, er kann da auch stolz auf sich selber sein. Ich spüre das aus, dass er das ist. Das ist auch wichtig, dass er... Naja, ob man da stolz drauf sein kann, weiß ich nicht, weil er ist ja selber schuld, dass das überhaupt passiert ist. Also. Und da weiß ich nicht, ob man jetzt so super stolz darauf sein kann, dass man dem Verein ein Jahr lang gefehlt hat. Dass er natürlich zurückkommt, ja, na klar. Kann man da stolz drauf sein? I don't know. Wenn dem so ist, ist das so. Er hat auf jeden Fall einiges gut zu machen. Dass er das für sich selber auch anerkennt und jetzt genießt, das tut er gerade und das macht ihn dann, glaube ich, auch stark. Da wird mit Sicherheit ein gewisses Maß an Nervosität dazukommen und Kribbeln, das ist, glaube ich, dann auch ganz normal. Und dann hoffen wir, dass jetzt alles gut geht und dann bin ich sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt, wo er dann einfach auch am besten ist und einen Rhythmus an seinen Erfahrungsschatz dann zugreift, wo er nicht mehr die ganz große Nervosität spürt. Ich glaube, dass das dann sehr schnell geht. Aber jetzt, glaube ich, ist es schon ein Mix aus Nervosität und Vorfreude. Nächster ist David Fairhoff für BILD. Hallo Herr Tuchel, Sie haben gerade schon die großartige Leistung angesprochen, von so einer schweren Verletzung zurückzukommen. Ja. Ist es für Sie das größte Fußball-Comeback, was Sie je erlebt haben? Ich weiß, ihr braucht immer Schlagzeilen und noch größer und das Größte und das Allergrößte, das ist auf jeden Fall. So, wäre auf jeden Fall wieder eine Frage, die jetzt dir verknickern können. Fall sehr beeindruckend, bleibe ich dabei, weil ich will es jetzt gar nicht in eine Kategorie schieben, ob es das Größte aller Zeiten oder das. Ja, das Größte aller Zeiten, da denke ich schon allein an Lothar zurück. Ja? Zu der Zeit, diese Verletzung, wo die Medizin noch gar nicht so weit war. Das war halt auch schon Kaliber, ne? Muss man mal fairerweise sagen. Aber na klar, ist das jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass man nochmal zurückkommt in dem Alter und so weiter. Das ist schon richtig, aber wir müssen erstmal abwarten. Ich bin da noch ein bisschen, ne? Warten wir erstmal ab, wie er zurückkommt.
Ich denke, er wird ja schon ein gewisses Niveau haben, sonst wird er ja nicht aufgestellt werden. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder das Niveau erreicht. Ja, ist er einfach super wichtig für die Mannschaft, glaube ich. Und es ist auch mal wieder ja, ein Kapitän da, ein Führungsspieler da. Kimmich mal ein bisschen in die zweite Reihe verdonnert, was dann so die Führung anbelangt. Und ich glaube, das tut der ganzen Sache auch gar nicht so schlecht. Das Größte, das ich kenne, ist, aber das ist sehr beeindruckend und ich merke den Unterschied in seiner Verfassung und seiner Gelöstheit zu dem, wie ich ihn am Anfang hier kennengelernt habe. Und da darf er sehr stolz auf sich sein. Da darf auch die Reha-Abteilung, die Physios, die Ärzte, alle die... Ich wollte gerade sagen, da sollte man auch nicht nur dem Spieler da irgendwie sagen, ja, was hat er toll gemacht. Da sind ganz viele Leute dran beteiligt. Ne? Die da mitgewirkt haben, sein persönliches Umfeld, alle dürfen da sehr stolz sein. Ich freue mich riesig für ihn. Ich bin auch schon fast stolz drauf, dass er das so jetzt gemeistert hat, obwohl meine Leistung da die allerkleinste ist. Die geht gegen null. Und trotzdem fühlt man so eine Art Stolz, dass er da jetzt so durchgegangen ist und jetzt so zurückkommt. Das ist eine tolle Geschichte. Alles andere ist selbstverständlich. Deshalb freue ich mich für ihn, dass er das gerade auch so genießen kann. Das spürt man ihm an. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass er da auch ganz schnell an seine Top-Leistung kommt. Und ich denke halt auch, dass das nochmal einen kleinen Schub geben kann mit dem Neuer, ne? Weil er ist natürlich heiß. Ne? Er will ja wahrscheinlich auch noch zur EM, möchte da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und ich denke, das geht halt auch nur, wenn man gute Leistungen zeigt. Und ich denke auch, dass er der Mannschaft einen Schub geben kann, weil er einfach auch sehr wahrscheinlich so nach einem Jahr Abstinenz, natürlich jetzt nicht direkt im ersten, zweiten, dritten Spiel, aber wenn er wieder ein bisschen länger dabei ist, glaube ich schon, dass da ein gewisser Hunger da ist, ja? Wieder Erfolge zu feiern, wieder erfolgreich zu sein. Und ja, kann der Mannschaft eigentlich nur gut tun. In der letzten Reihe Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, Sie haben ja Manuel Neuer bislang immer nur als Gegner erlebt. Ja. Ich kann mich erinnern, nach dem Champions-League-Finale haben Sie damals gesagt in Lissabon, das war fast Wettbewerbsverzerrung. Ja. Wie haben Sie ihn da erlebt und glauben Sie, dass er dieses Niveau wirklich noch mal erreichen kann? Ich spüre, dass keiner kann das vorhersagen. Ja. Das sehe ich auch so, das kann keiner vorhersagen. Torwart, wissen wir alle, guckt euch Buffon da mit 40 noch stark gewesen. Also als Torwart kann man schon lange spielen und wenn man gut auf seinen Körper geachtet hat und so weiter, wird trotzdem sehr interessant sein, aber ich denke, allein mit seiner Erfahrung und so weiter, kann er auch schon einiges wettmachen. Aber ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, dass eine Also jetzt die Zeit, es kommt immer darauf an, wie du mit dieser langen Zeit umgehst. Ich spüre jetzt ihn gerade überhaupt nicht verkrampft und überhaupt nicht in einem Modus, ich werde es allen nochmal zeigen. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Ich werde es allen nochmal zeigen. Ja, mit Sicherheit. In ihm und in seinem Wettkampfdenken und in seiner Mentalität. Aber im Moment... Und das ist ja auch gut so. Ne? Das ist ja Motivation. Sonst welche Motivation willst du haben? Wenn du Manuel Neuer bist, Alter, der in seiner Karriere ja wirklich alles erreicht hat. Ja, nichts, was der Mann nicht erreicht hat. Also, welche Motivation willst du da sonst haben? Außer zu sagen so, ey, Leute, ich zeig's euch nochmal, ne, dass ich's doch noch drauf habe. Moment überwiegt bei ihm, so nehme ich das wahr, die Freude und auch die Stolz und das Gefühl da wirklich, was er da geleistet hat. Und was ich im Training wahrnehme, ist ein komplett neues Level an Torwartspiel. Das dann jeden Tag zu sehen, ist sehr beeindruckend. Damit macht Manu einfach jeden Abwehrspieler stärker. Da macht er seine Torwartkollegen stärker. Das ist einfach eine eigene Liga. Und ich hoffe, dass er sich die Leichtigkeit und dass er das jetzt auch als Geschenk sieht, als Geschenk für seine harte Arbeit, das ist ihm wirklich nicht in den Schoß gefallen. Aber so jetzt nochmal auf dem Rasen zu stehen, nochmal zu kommen, ist ihm jetzt, glaube ich, sehr bewusst, nachdem ihm da bei diesem Unfall auch bewusst wurde, nach einer Weile, wie knapp das jetzt eigentlich war. Und ich glaube, dass... Und wie dumm das war.
dieses Bewusstsein ihm helfen kann, einen guten Mix aus Dankbarkeit, Lockerheit und natürlich seine ganz besondere Mentalität zu finden. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch. Im Training zeigt er einfach, im Coaching, in der Reaktion, in dem, wie er hält, wie er Spieler öffnet, wie er umschaltet und so weiter, eine ganz eigene. Ja, das, wir müssen nicht drüber reden, Alter. Wenn er annähernd ein gutes Niveau hat, ja, hilft er uns schon weiter. Allein fußballerisch, allein, wie er auch schon sagte, Spieleröffnung und so weiter und so fort. Also das wird uns auf jeden Fall hinten einen Schub geben. Ein ganz eigenes Level an Torwartspiel. Und ich glaube halt auch einfach als Führung in der Kabine, glaube ich auch. Ich glaube, das wird nochmal ein anderes Ding sein. Ne? Ja. Eine Reihe davor bitte, ja. Hallo Herr Tuchel, sind denn so Spiele wie gegen Darmstadt oder dann noch im Pokal gegen Saarbrücken Spiele, um Mathis Tell mal in die Startelf zu stellen? Nein, Mathis Tell ist zu jung dafür, Leute. Also jetzt mal ernsthaft. Was sind das für Forderungen? Du kannst doch jetzt nicht irgendwie einen 18-Jährigen in die Startelf stellen. Erst recht nicht, wenn Serge Gnabry gerade wieder fit ist. Also ich bitte euch, Leute. Er macht's doch super, wenn er die letzten 10 Minuten reinkommt. Was ist das für eine Frage? Eine Frechheit. So eine Frage an Herrn Tuchel zu stellen. Also absolute Frechheit. Und andere dann eben zu schonen? Ja, sind sie natürlich, aber auch nicht, weil da schwingt natürlich so ein Spiel wie gegen Darmstadt oder wie gegen Saarbrücken. Verknicker mir das, was ich sagen würde jetzt auf diese Aussage von Doppel. Das schwingt so eine Wertung mit, die ich gar nicht mag. Ist es gar nicht gegen neue sie, Ausrede gefunden. Jetzt haben wir so eine Wertung, weil es wäre ja dann ein Zeichen an Darmstadt, dass man den Gegner unterschätzt, wenn man ein junges Talent reinbringt, was mehr Tore geschossen hat als ein Gnabry und ein Coman zusammen, Alter. Und das in einem Bruchteil der Spielminuten. Naja, das wäre natürlich dann ein Zeichen an Darmstadt, dass man sagen würde, oi, nee, also die Bayern nur heute nur mit Halbgas. Was ein Dummpfiff-Gelaber. Meint, ich gar nicht mag, weil das wertet die Spiele ab im Gegensatz zu den Spielen gegen Galatasaray oder... Was? Ja, da hättest du ihn auch schon bringen müssen, Alter. Hättest du den Scheiß Sané nach 20 Minuten auswechseln müssen, Alter. Junge, Alter, der erfindet jedes Mal eine andere Ausrede. Jedes Mal. Zuerst war die Ausrede letzte Saison zum Tell. Ja, also, wenn ich den Tell einwechsle und der keine Torbeteiligung hat, dann hat der auch kein Recht, im nächsten Spiel zu spielen. Dann wechselt er in diese Saison ein, der macht in jeder Einwechslung eine Torbeteiligung. Wenn nicht das Tor selber, dann heißt es, oh nee, der ist noch viel zu jung und die Etablierten müssen erstmal spielen und das läuft gerade so gut als Joker, das ist eine Waffe, das können wir uns nicht wegnehmen. Und jetzt kommt die nächste Ausrede. Ja, da setze ich ein Zeichen an den Gegner. Alter, merkst du noch irgendwas, Junge? Merkst du noch irgendwas? Kann man nicht mal die Eier haben, wie es früher Louis van Gaal war, Alter, und sagen hier, der spielt halt besser wie die anderen, dann spielt er. Egal, ob der 19 ist oder 38. Punkt. Junge, Alter, ist das immer ein Dünnpfiff-Gelaber. Was war davor? In Mainz. Und das ist es einfach nicht. Es geht immer um 3 Punkte. Es geht immer darum, was ein dummes Gelaber, oder? Es geht immer darum, den Geist, den Spirit, den Biss. Ja, klar gibt man den Spirit und den Biss, sagt man der Mannschaft, oh nee, spielt nur mit 80%, weil ich lasse einen Tell von Anfang an spielen. Merkt der noch irgendwas in seinem Scheißschädel oder was? Die Junge, Ergebnisse was ist zu denn behalten. Los Deshalb mit dem brauchen Typen? Wir da eine gute was stimmt Mischung. Denn mit Mathis dem nicht? Verdient sich auf jeden Fall zu spielen und auch zu beginnen. Jeder, der reinkommt, verdient sich auch, der so regelmäßig auch reinkommt, verdient natürlich auch in der Startelf zu stehen. Jetzt ist es aber auch aber, so, dass wir... Ja, nein, dann gebe ich ja ein Zeichen an den Gegner. Alter, ich habe schon viel Scheiße gehört von Trainern bei uns, Alter. Aber das gerade setzt allem die Krone auf. Ich meine, vorher seine Ausreden konnte man noch irgendwie verargumentieren, ja, aus seiner Sicht. Aber wie willst du das denn jetzt verargumentieren? Ich lasse den Spieler draußen, weil er kein etablierter Spieler ist, obwohl er bessere Leistung bringt als der etablierte Spieler. Aber ich würde damit ein Zeichen setzen, dass wir den Gegner unterschätzen oder dass wir nicht mit voller Power spielen. What the fuck? Gerade vorne extrem stark sind, dass es nicht wirklich auch Grund gibt, Kingsley, Leroy, Jamal. Es gibt keinen Grund, Leroy rauszunehmen.
Alter, dann weiß ich nicht, was. Ich weiß es nicht. Hat der auf seinen Pupillen Leroy tätowiert oder was? Was ist denn mit ihm nicht richtig, Alter? Hat er das Spiel gegen Mainz und gegen Galatasaray nicht gesehen? Harry, auf den vier Positionen den Flow zu unterbrechen, indem die. Dem Rest stimme ich ihm zu. Ja, Coman hat gerade einen Lauf, Kane brauchen wir nicht drüber reden. Und Jamal kommt auch besser in Gang. Alles gut. Ja, da würde ich auch keinen von Rohrs nehmen. Aber in Sané würde ich einen Denkzettel verpassen. Also, das hat er verdient. Da muss er halt mal 60 Minuten, 70 Minuten draußen sitzen. Und dann kannst du ihn ja bringen für einen Tell. Aber man muss doch an Sané mal ein Zeichen setzen. Junge, deine letzten zwei Leistungen waren aber unterirdisch. Ja, gerade die letzte gegen Gala. Also das verstehe ich nicht, wie man so einen Spieler wieder aufstellen kann. Ja, ich habe schon argumentiert, warum der Tuchel das diese Arschkriecherei macht. Aber da musst du den Tell doch wenigstens mal ab der zweiten Halbzeit bringen, Alter. Wir haben so eine Granaten draußen sitzen, er setzt sich jedes Mal dahin und quatscht und erzählt einen von, oh ja, die Belastung, ich habe so einen kleinen Kader. Und es spielen immer die gleichen Leute 70, 80 Minuten, bis dann mal für 10 Minuten gewechselt wird. Was soll das denn, Alter? Die sind gerade extrem entscheidend. Dazu kommt auch noch, dass zwischen Galatasaray und Darmstadt jetzt. Oh, jetzt haben wir die nächste Ausrede, weil da haben wir jetzt mal ein bisschen Zeit gehabt, weil wir haben ja Dienstag schon gespielt. Eieiei, da sind die ja natürlich alle topfit. Kann ich doch jetzt nicht bringen. Aber auf der anderen Seite zwischen Mainz und Galatasaray, da waren nur 1,5 Tage. Da habe ich trotzdem wieder die gleichen Idioten auf den Platz gestellt. Sorry, nicht die Idioten, aber ihr wisst, was ich meine, Alter. Es riecht mich einfach auf. Der hat jede Woche eine andere Kack-Ausrede für irgendwas. Ja? Und das geht ja noch nicht mal nur um Tell, es geht auch um Thomas Müller und alle anderen, die draußen sitzen. Junge, Kimmich und Leimer waren unterirdisch. Mazraoui war unterirdisch. Davis ist schon seit Wochen scheiße. Junge, und jedes Mal, ey, pff, mir platzt der Arsch langsam. Ich kann es nicht mehr hören, diese Ausreden. Junge, wie sollen sich denn die Spieler fühlen, die draußen sitzen? Nein, die fühlen sich doch auch verarscht. 3 Tage Pause waren, 3 freie Tage sind, das ist auch nochmal ein Unterschied, wenn es nur 2 sind. Ja, aber wie ich gerade sagte, von Mainz auf Gala, ja, egal, die gleichen Spieler, die haben 80 Minuten in Mainz gespielt und wieder gegen Gala. Alter. So, deshalb müssen wir mal gucken. Wie jetzt heute haben wir eine Trainingseinheit, die dann tatsächlich auch eine Trainingseinheit ist, ein Abschlusstraining, dann warten wir ab. Und wir haben für vorne auf jeden Fall ein paar Alternativen, zu der auch Mathis dazugehört. Dann hier vorne, erste Reihe bitte, ja. Naja, ich denke, er hat gerade klar argumentiert, dass dieselben 4 Spieler wieder auflaufen werden. Ja, Herr Tuchel, Didi Hamann hat sie und die Spielweise. Warum sollte man auch rotieren? Warum sollte man das tun? Aber auf der anderen Seite setzt er hier nur, beschwert sich über einen zu kleinen Kader. Läuft bei ihm. Ja, ich weiß, er ist das auf die Sechser und auf die rechtsverteidige Position bezogen, ist mir schon klar. Aber Junge. Das FC Bayern in seiner Kolumne kritisiert und hat gesagt, es gäbe keine spielerische Entwicklung und die Spieler. Ja, die gibt's auch nicht. Ich bin selten einer Meinung mit Didi Hamann, Alter. Aber da bin ich aber 100% bei ihm. Wir würden mehr durch individuelle Klasse gewonnen werden. Teilen Sie diese Meinung? Möchten Sie dem widersprechen oder was ist Ihre Reaktion darauf? Ja, gar nichts sagt er dazu. Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl, und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns drum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen. Ja, hätte ich an seiner Stelle genauso geantwortet. Ändert aber nichts daran, dass er die recht hat. Dann in der letzten Reihe bitte ein paar neue Gesichter heute, ja. Genau, hallo, Herr Tuchel, genau. Was würden Sie denn sagen? Ein paar neue Gesichter, kann da jeder hin oder was? Ich muss da auch mal hin. Hat Manuel Neuer einen gewissen Nachteil einfach? Ich muss mich da echt mal schlau machen, Leute. Weil ihm jetzt auch viel Spielpraxis fehlt, jetzt unabhängig vom Training, weil das letzte Spiel fast ein Jahr zurückliegt. Was würden Sie da sagen? Ja, idealerweise wäre jetzt der Moment, in dem wir nach Asien fliegen in der Vorbereitung und dort Spielzeiten verteilen können, eine Halbzeit, 60 Minuten oder. Aha, das haben wir ja auch nicht gesehen. Da hätte man ja mal ein bisschen was ausprobieren können, aber das Fass mache ich jetzt gar nicht wieder auf, weil dann geht die Reaction hier wieder 2 Stunden. Mein ganzes Spiel. Das ist jetzt nicht so, deshalb müssen wir da jetzt improvisieren und verlassen uns auf die Erfahrung, auf die Spielerfahrung und auf die
auf die Erinnerungsfunktion seines Sportlergehirns, dass sobald er da steht, dass er intuitiv auch sehr schnell wieder an seine Gewohnheiten, an seine Reflexe, an sein Spielverständnis kommt. Das geht jetzt nur in Punktspielen, weil er ist jetzt seit mehreren Wochen im Mannschaftstraining, er ist seit mehreren Wochen spielfit. Und wir haben jetzt nicht die Möglichkeit für ihn, Spiele zu simulieren im Training oder Freundschaftsspiele zu organisieren. Deshalb machen wir das jetzt im Wettbewerb und im Wettkampf. Und gleichzeitig trauen wir ihm das zu, dass er das schafft, dadurch, dass er eine so hohe Spielerfahrung, so ein hohes Spielverständnis hat, glaube ich, dass wir diesen Nachteil, den Sie geschildert haben, damit kompensieren können. Nicolas Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, mit der Rückkehr von Manuel Neuer ist ja auch die Hierarchie bei den fitten Torleuten wieder eine andere. Stellt sich die Frage, wer ist morgen Ihre Nummer 2 auf der Bank? Und, was stellt sich die Frage? Vielleicht nicht im Kader von den Torleuten. Sehr gute Frage. Morgen haben Sie die Möglichkeit, womöglich noch jemanden oder zwei Keeper mit auf die Bank zu nehmen. Wie wollen Sie das aber auch langfristig angehen? Stimmt auch. Manchmal machen Sie sich mehr Gedanken schon um Kader als ich, tatsächlich. Also die Hierarchie war eigentlich immer gleich. Und Ulle hat, aus dieser Rolle, habe ich ja schon gesagt, als Freund von Manuel Neuer und nicht als nur sein Konkurrent, sondern als sein Freund, als sein Komplize, die Leistung gebracht, die er jetzt gebracht hat. Die waren herausragend gut in allen Wettbewerben. Und ich glaube, dass es nicht trotz der Situation war, sondern dass es wegen der Situation war, weil Ulle einfach auch die Hierarchie anerkennt, die natürlich so ist, wie sie ist. Deshalb, wenn Manu morgen spielt, würde jetzt logischerweise Ulle auf die Bank gehen. Auf lange Sicht ist es natürlich auch unser Wunsch, dass Daniel den nächsten Schritt macht und dann der Herausforderer, Platzhalter, wie auch immer wird, vielleicht auch Nachfolger wird über die nächsten Jahre von Manu. Das geht aber im Trainerteam, da habe ich noch gar nicht jetzt im Detail gesprochen. Das machen normalerweise die Torhüter mit ihrem Trainer erstmal aus und informieren mich dann oder beziehen mich dann spät mit ein. Das ist ein sehr homogenes Team und ein sehr, sehr, sehr fokussiertes Team. Da haben wir jetzt alle Möglichkeiten. Vielleicht haben wir sogar, wie Sie gesagt haben, die Möglichkeit, dass morgen alle in den Kader gehen. Kommen wir zu den letzten Fragen. Bitte Florian Plettenberg. Wäre ja schön, wenn wir jetzt mal nochmal irgendwie eine Frage zu Darmstadt hören würden. Würde mich mal interessieren, wie er die so sieht. Berg für Sky. Dann die obligatorisch auch mal kurz zum Gegner und zum Personal, bevor wir das vergessen. Gestatten Sie mir noch die Frage zu Thomas Müller. Wird es schwieriger, es mit zunehmender Saisondauer zu moderieren, dass er öfter auf der Bank sitzt? Danke. Ja, das ist aber auch, glaube ich, was ganz Normales, weil als Thomas, als Spieler, der gewohnt ist zu spielen, dem seine Stärke ist, auch einen Rhythmus zu entwickeln, das nie gern haben wird und das nie gern haben soll. So, das wird das geht natürlich ein paar Mal leichter zu akzeptieren als mehrere Male. Das ist, glaube ich, was ganz Normales. Ich kann Thomas nur das allergrößte Kompliment machen. Wie er im Moment trainiert, welche Energie er in die Mannschaft bringt, wie er trainiert im Moment mit der kleinen Gruppe, in der er dann oft ist, die nicht gespielt hat. Das ist sensationell gut und absolut vorbildlich. Ich verstehe das immer nicht, ne? Wenn das doch alles so sensationell gut ist und so weiter. Warum bringt man den Müller dann nicht mal zur 60. rein? Also es ist ja nicht so, dass die auf dem Platz stehen, da 90 Minuten Feuerwerk abbrennen und man sagen würde, boah, nee, da kannst du keinen auswechseln. Ja? Erst recht, wenn wir von dieser lächerlichen Belastung reden, die ich gar nicht fühle, aber wenn die doch alle so, auch ein Tell, ja, wenn die doch alle so herausragend trainieren und bam sind, ja, warum kann man das nicht gleich von vornherein sagen, pass mal auf, Jungs, hier, ihr könnt richtig Kanonen Vollgas geben, ihr spielt 60 Minuten und danach werden die beiden außen ausgetauscht. Punkt. So, wo ist das Problem? Die können dann 60 Minuten Vollgas geben, die wissen, ich muss mir nichts einteilen für 90 Minuten. Warum nutzt man diese Stärke des Kaders nicht? Das verstehe ich nicht. Dann bringt man so Müller gegen Mainz für 3 Minuten aufs Feld, Alter. Was ein Schlag in die Fresse ist für den Mann. Ja? Ich bin auch dafür, dass Müller ein bisschen zurücktreten muss, da haben wir gar keine Frage, dass er nicht mal die Power hat, alle 3 Tage 90 Minuten zu spielen, im Alter, auch
super hohen Level, verstehe ich vollkommen. Aber ihn dann dafür 3 Minuten in irgendein Spiel einzuwechseln, Alter, das geht halt auch nicht. Ja, da tut man ihn halt auch Unrecht. Und mit dem Tell dasselbe. Ja, ich verstehe das nicht. Wo ist das Problem zu sagen, komm, ihr beide fangt an, ihr seid meine Stammkraft, gebt 60 Minuten Vollgas, ihr könnt auch mal Vollgas mit nach hinten arbeiten, ja, ihr braucht euch keine Kräfte einsparen. Und ab der 60. nehme ich euch raus und dann kommen 2 andere rein. Also, wenn man doch, auch wie er sagt, wenn man doch so ein tolles Team ist und so eine gute Kabine ist, was so eine eigene Familie ist und so weiter, sollte doch sowas absolut möglich sein. Da sollte doch dann auch keiner angepisst sein, dass er 60 Minuten spielt. Die können, wie gesagt, die können doch dann ihren Akku mal leer schießen, Alter. Und nicht immer erst 45 Minuten Eiertanz machen und dann 20 Minuten mal Vollgas geben und dann wieder den Rest der 90 Minuten Eiertanz machen. Na, dann können die doch mal richtig Vollgas geben und dann kommen die nächsten rein. Wofür haben wir denn diesen Kader? Ich verstehe diese Argumentation nicht vom Tuchel. Ich glaube, dass er da innerlich auch manchmal anders fühlt, sich das dann aber nicht anmerken lässt und ein echter Teamplayer ist auf einem extrem hohen Niveau. Ich glaube... Und ja, nochmal, das kann man, wie er auch schon sagte, das kann man auch ein paar Spiele moderieren, das kann man mit Sicherheit auch ja, ein bisschen länger moderieren, wenn es erfolgreich ist. Aber den Fußball, den wir spielen, ist ja grauenhaft. Ja, der ist aktuell erfolgreich vom Ergebnis her, aber ansonsten ist der grauenhaft. Und nochmal, wenn so ein Müller oder auch so ein Tell sehen, dass ein Sané 90 Minuten gegen Galatasaray spielt, obwohl er keinen Bock hat, was jeder Außenstehende gesehen hat, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für diese Leute. Ich weiß, dass ich einen Denkfehler jetzt hatte, zum Beispiel in Galatasaray, weil da ist gerade, also war ich drum, wir wollten ihn gerade mehr oder weniger einwechseln, da ist 3-1 gefallen, 2-1, 3-1 und dann hatte ich das Gefühl, wenn ich ihn jetzt einwechsel, dann ist es so, hi, jetzt steht es 3-1, jetzt kann der Thomas spielen. Aha, aber du wechselst ihn in Mainz für 3 Minuten ein, oder was? Merkst du noch irgendwas, was du laberst, Junge? Alter, ich kriech einen Kackreiz, was der für Argumente bringt, Alter. Das kannst du doch keinem Menschen erzählen. Ja, das hätte ich jetzt nicht machen können. Dann hätte man gedacht, ich bringe den Müller ja nur, weil es 3-1 steht, weil das Spiel gelaufen ist. Was hat er denn gegen Mainz gemacht? Junge, merkst du noch irgendwas in deinem Schädel? Und das hat sich dann komisch für mich angefühlt, weil Alter, kam aber bei ihm komplett anders an. Deshalb war das, nehme ich auf meine Kappe. Ich kann ihn, der macht mich fertig. Der macht mich kaputt. Ich bin mir sicher, dass wir ihn brauchen, vor allem in der Verfassung auch. Ja, das ist doch, was ich gerade sage. Alter, er setzt sich da hin und erzählt, oh, die sind alle super stark im Training, Blasulz. Dann mach das doch, wie ich dir erklärt habe, Junge. Es kann doch nicht so schwer sein, das vorher abzuklären, dass die 60 Minuten spielen und die 30 Minuten. So, da muss doch mal Druck her. Nein, da spielt ein Sané, der spielt wie Flasche leer, Alter. Der spielt 90 Minuten durch. Ja, der muss doch mal ein bisschen Druck geben. Wenn er mit dem Druck nicht klarkommt, soll er sich verpissen beim FC Bayern. Punkt. Junge, das kann doch nicht sein scheiß Ernst sein. Meine Fresse, ey. Der jetzt ist in dem Gemütszustand, ist er einfach ein wichtiger Spieler. Und bleibt ein wichtiger Spieler. Er hat das oft genug bewiesen. Ja, für 3 Minuten in Mainz. Dass die Gelegenheit Chaka. Kommt, in der vielleicht kriegt auch, er ja morgen mal 20 Minuten in dieser gegangen. Saison noch beweisen wird. Im Moment spielen vorne auch wirklich alle in einer herausragenden Form. Ja, extrem effektiv. Und deshalb, Sané war richtig stark gegen Darmstadt. Was war der erste Teil der Frage? Okay, Darmstadt Personal. Upa wird fehlen, Leon wird fehlen, Rafa wird fehlen. Serge ist leider krank geworden, da hätten wir die Chance gehabt. Der hat mittlerweile. Ach so, den hättest du gebracht oder was? Aber Müller und Tell nicht oder was? Merkt der noch was, der Tuchel? Merkt der noch irgendwas in seinem Kopf? Alter, das kann doch nicht sein scheiß Ernst sein, was der erzählt. Junge, was ist denn los mit dem Mann? So eine lange Heilungszeit und so eine gute Gewöhnung an die Schiene, ihn mit den Kader zu nehmen, das geht nicht, der ist krank. Ist auch Ansteckungsgefahr, der ist nicht im Training gewesen und wird morgen nicht im Kader sein, leider. Das ist es, hoffentlich passiert nichts und hoffentlich kommen jetzt alle gut durchs Abschlusstraining durch, dass wir dann aus allen anderen zumindest die Auswahl treffen können. Und mit Darmstadt ist... Ja, wir müssen uns zu 100% auf Darmstadt einstellen. Ne? Also, wir sind schon an Darmstadt orientiert. Ist ein Mix. Also Darmstadt verteidigt teilweise sehr hoch, sehr aggressiv, teilweise Mann gegen Mann, wieder mal mit gegen unseren tiefen Spielaufbau. Kann es sein, dass sie Mann gegen Mann verteidigen, haben sie in den letzten Spielen gemacht. Es können Phasen kommen, in denen sie dann in ihre Fünferkette 5-3-2 normalerweise
dass sie manchmal ein 5-4-1 anpassen, auch tief verteidigen. Das ist so ein Mix. Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen, uns vielleicht zu überraschen und so mit einer sehr aggressiven Herangehensweise. Vielleicht versuchen sie von Spielern. Wenn sie das Spiel gesehen haben, wie Galatasaray gespielt hat, werden sie das wahrscheinlich versuchen, wenn sie schlau sind. Spielabschnitt zu Spielabschnitt, das zu variieren. Sie sind sehr gefährlich über Flanken. Sie sind, spielen sehr viele schnelle, direkte Bälle in die Spitze. Haben schon 3 Elfmeter bekommen. Und alles das, was wir nicht spielen. Haben sich so, glaube ich, die Liga reingekämpft, reingebissen, reingefuchst. Und klar, wir werden uns da sehr seriös drauf vorbereiten und das wie immer und bereit sein, morgen wirklich auch nochmal wieder alles zu geben, um das Spiel zu gewinnen. Florian Schiemack für Merkur TZ Online. Grüß Gott, Herr Tuchel, wie wichtig war so ein Sieg gegen Gala am Dienstag für die Psyche und auch für den weiteren Saisonverlauf nach so einer schwachen ersten Halbzeit, dann auch so zurückzukommen, in so einem Stadion zu bestehen? Kann man davon dann über die Saison zehren? So zurückzukommen, da fällt mir auch nichts so ein zu der Aussage. Ja, über die Saison weiß ich nicht, aber in dem Moment auf jeden Fall. Die Gemütslage, das wird nie anders sein für mich persönlich, für die Mannschaft, für alle Mitgereisten im Staff, die unterscheidet sich. Ja, das ist wie schwarz und weiß, ob sie ein Spiel gewinnen oder verlieren, das können sie nicht vergleichen. Natürlich ist auch dann die Bereitschaft, jetzt nochmal in der Nachbetrachtung vielleicht Spielszenen anzuschauen, die wir besser machen können, ist die Bereitschaft natürlich viel höher, wenn jeder weiß, okay, wir haben das Spiel gewonnen, wir haben eine Lösung gefunden und da kommen vielleicht an die nicht so guten Szenen auch nochmal 2-3 Szenen, in denen wir es dann besser gelöst haben, in denen wir Torchancen, Tore gemacht haben, ist die Bereitschaft natürlich viel, viel besser, um den nächsten Schritt zu gehen. Das ist nicht so leicht, in Galatasaray zu spielen. Und die haben 17 Mal in Folge nicht verloren. Wir waren die erste Mannschaft im 18. Spiel, die sie geschlagen hat. Deshalb, die haben in Man U gewonnen. Deshalb kann das auch mal passieren. Wir waren mit Sicherheit nicht an unserem Top-Level. Sie haben sehr aggressiv gespielt in der ersten Halbzeit. Wir hatten sehr viele leichte Ballverluste und können unsere Positionierung, unsere Körperpositionen, unser Timing im tiefen Spielaufbau auf jeden Fall verbessern. Wir waren allerdings auch in der ersten Halbzeit schon sehr gefährlich mit Schnellangriffen. Und wurden dann mit laufender Spielzeit effektiver und effektiver. Das gehört, glaube ich, alles mal dazu. Wir wünschen uns alle immer. Bin ich voll bei ihm. Wenn das mal wäre, würde ich ihm voll zustimmen. Ne? Aber das war nur die Krönung der letzten Leistung. Immer Dominanz. Wir wünschen uns alle immer Top-Leistungen, aber das bildet nicht die Realität ab. So wie sie haben. Das ist auch vollkommen, nicht auch vollkommen bei ihm. Aber wir haben ja noch nicht eine Top-Leistung gesehen diese Saison. Gut gegen Bochum, aber nichts gegen Bochum, Alter. Aber sonst haben wir noch keine Topleistung gesehen dieses Jahr. Sie sehen einfach in der Champions League auch, jede Mannschaft, vor allem auch zu Hause, immer mutigeren, immer athletischeren, immer aggressiveren Ansatz wählt, auch aus der Rolle des Underdogs. Gala hat um die Position 1 in der Gruppe gespielt in diesem Spiel, waren extrem euphorisiert, deshalb. Wir haben auf jeden Fall Dinge zu verbessern, wie immer, aber die Gemütslage ist kompletter Unterschied, wenn das Ergebnis stimmt. Letzte Frage, Dirk Adam für Sports Illustrated. Ich habe nur 2 Fragen. Wird Manuel Neuer wieder die Nummer 1 in der Nationalmannschaft? Was denken Sie? Und die zweite Frage ist, erwarten Sie eine Fanreaktion auf die Masrui-Entscheidung vom FC Bayern am Wochenende, jetzt am Samstag? Nee, ich erwarte eigentlich, dass dann auch mal akzeptiert wird, dass akzeptiert wird und respektiert wird, dass sich der Club und alle Entscheidungsträger unheimlich viel Gedanken gemacht haben, viel abgewägt haben. Und naja, ihr habt abgewägt, weil ihr keinen anderen Spieler habt, Alter. Das ist das Einzige, was ihr abgewägt habt. Machen wir uns doch einmal nichts vor, sagen wir nochmal Tacheles, Alter. Hätten wir einen rechten Verteidiger als Alternative, was wir gerade nicht haben, jetzt noch, wo Leon nicht da ist, da dann Leimer im Mittelfeld spielen muss, weil man keine Eier hat, einen Kretzig oder so da mal aufzubieten oder einen Pavlovic. Das ist, was man abgewägt hat und nichts anderes. Und das Vertrauen herrscht in diese Clubentscheidung und dass wir, wenn jemand... Sollte das anders sein, wäre das okay, nochmal, wenn man sich da hingesetzt hätte von Vereinsseite mit dem Spieler in der PK,
hätte dazu klar Stellung genommen und klare Aussagen getroffen, würde ich auch sagen, ja klar, kann man akzeptieren, alles gut. Aber so wie der Club das gehandelt hat, mit einem Statement von 2 Sätzen und dann jegliche Kommunikation darüber abzublocken, nein, muss man das nicht akzeptieren oder hinnehmen. Ja, da kann man seine Meinung dann schon klar äußern. Der eine mag das so sehen, der andere so, das ist für mich auch vollkommen okay. Ich finde, wie man damit umgegangen ist, war nicht Bayern-like. Ja, nochmal, man hätte das in der PK machen können, dann hätte man Mazraoui mal ins Gesicht gucken können, wenn er dazu Stellung nimmt. Ich denke mal, da hätte man das alles ein bisschen einordnen können. So finde ich das super schwierig und sehr schwach von unserem Verein, das in so einem 2-Sätze-Statement darunter zu beten und dann auch zu sagen, jegliche Kommunikation blocken wir ab. Und die Krönung auf der Ganzen ist, dass ein Tuchel da jetzt auch diese Woche wieder sitzt und dazu Stellung nehmen muss, was eigentlich nicht seine Aufgabe ist. Jemand anderer Meinung ist, das auch sein darf, weil wir auch andere Meinungen respektieren, aber die müssen auch nicht immer auch dann nachträglich und mit Bannern und Sprechkörnern und was immer, dann ist. Ja, wieso, wenn das merkt ihr eigentlich, wie oft der Typ sich widerspricht? Er sagt gerade, ja, wir akzeptieren natürlich auch andere Meinungen, jeder soll seine Meinung haben, bin ich komplett bei ihm. Und dann gleich dahinter sagt er, ja, aber man sollte die ja nicht in Bannern oder Sprechchören oder sonst wie äußern. Ja, was denn jetzt? Wenn ich eine eigene Meinung habe, muss ich die ja wohl auch äußern dürfen. Was ist denn los mit ihm? Ist das auch so? Und ansonsten, glaube ich, müssen wir versuchen, zusammenzustehen, auch wenn vielleicht Meinungen mal auseinandergehen. Das Zweite. Das heißt ja auch nicht, dass man den Verein nicht unterstützt oder nicht zusammensteht. Aber wenn man mit Entscheidungen, die der Verein trifft, halt einfach nicht einverstanden ist und dann auch gerade bei so brisanten Themen, dann muss man das Recht haben, das zu äußern, Alter. Und dann muss man das auch in aller Schärfe äußern, meiner Meinung nach. Zweite Thema, Manu, Nationalmannschaft. Boah, das ist nicht mein Thema, ich glaube. Ja, eben. Kannst du aufhören. Brauchst nicht weiterreden. Alter, du bist nicht Nationaltrainer, Punkt. Fertig, halt die Fresse. Du kannst, was willst du jetzt erzählen? So, du kannst es nur in irgendein Feldnäppchen treten. Alter. Das ist, was war die Frage, ob er dann... Also ich glaube, Schritt für Schritt ist jetzt ganz wichtig, so wie ich es vorher auch geschildert habe. Und ich glaube dann, wenn Manu ab sofort verletzungsfrei bleibt bis zur Europameisterschaft, und in der Verfassung, in dem Gemütszustand, in der Gelöstheit, in der Konzentriertheit und mit der Lebenserfahrung, die er jetzt auch gemacht hat als Sportler in der Karriere, auch mit dieser Verletzung, wenn er das mitnimmt, werden wir uns die Frage im Mai, wenn er gesund ist, nicht stellen. Das ist meine Prognose, ist aber nur meine Prognose. Und die Dinge werden sich von selber regeln. Aber das Wichtigste ist, dass er jetzt gesund bleibt und dass er mit der Verfassung bei uns durchspielt. Soweit, Dankeschön. Danke, Thomas. Danke. Ja, danke. Meine Meinung, Thema Neuer, schwierig, glaube ich. Ich glaube, es wird schwierig in der Nationalmannschaft. Man hat nicht viele Vorbereitungsspiele. Jetzt die ganze Zeit hat man sich eingespielt oder versucht, sich einzuspielen, wie auch immer. Warum sollte man das dann wieder über Bord werfen, nur weil ein Manuel Neuer wieder fit ist, wenn man dann gar nicht diese Vorbereitungszeit hat? Aber, I don't know, wir werden sehen, ist natürlich Julian Nagelsmanns Entscheidung. Ich denke, es wird schwer werden für Neuer, selbst wenn er Top-Leistungen bringt, weil es ist ja nicht so, dass ein Ter Stegen keine Top-Leistungen bringt. Nicht so, dass er schlechte Leistungen bringt. Dann wäre die Sache natürlich anders, aber so wird es schwer werden. Ich bin gespannt. Aber da sind wir auch super weit von weg. Ne? Wir müssen erstmal sehen, ob welches Leistungsniveau er wirklich hat und ob er wieder an das Leistungsniveau rankommt, was ihn ausgezeichnet hat. Ansonsten Fazit zur Pressekonferenz. Ich fand das grausam, was der Tuchel teilweise erzählt hat. Ich habe es gemerkt, es hat mich hart getriggert. Er widerspricht sich, findet jede Woche irgendwelche neuen Ausreden für die Spieler, die draußen sitzen. Das verstehe ich halt einfach nicht. Ich weiß nicht, wie er es intern kommuniziert, aber anscheinend ja gar nicht, wenn Müller das auch noch falsch aufgefasst hat. Also auch relativ schwierig. Nochmal, es sollte ja nicht das Problem sein, zu sagen, komm, ihr beiden spielt, wenn nichts anderes dazwischen kommt, 60 Minuten, gebt Vollgas,
Und dann, wir haben so einen starken Kader, bringe ich zwei andere rein. So, wir haben vorne die Alternativen. So Müller nochmal 3 Minuten einzuwechseln gegen Mainz. Alter, ist ein Schlag in die Fresse. Und Tell zu ignorieren bei den Leistungen, die er gezeigt hat, ja. Da muss man sich nicht wundern, wenn man dann irgendwo bei irgendeinem jungen Spieler anfragt und der sagt so, nee, ich gehe lieber nach Borussia Dortmund, da spiele ich. Aber gut, nur meine Meinung. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Schaut euch gerne Taktikfuchs an, obwohl sich die Mannschaft schon wieder von alleine aufstellt. Aber bei mir wird da ein bisschen was anderes sein, als wie wir das Samstag sehen werden. So viel kann ich euch verraten. Ja, schaut da gerne rein. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ein gutes Spiel. Ja? Und ein erfolgreiches Spiel. Tschüssi.